In diesem Video nähen wir eine Latzhose für Damen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück im Makerist Nähcafé im Homeoffice mit einem neuen Tutorial für euch. Und ich trage es schon an mir, es ist eine Latzhose. Richtig tolles Teil und ich darf euch jetzt erstmal verraten, wo das herkommt und warum wir das machen, denn dieses Video ist quasi eine doppelte Kooperation. Einmal mit unserem Mutterschiff Stoffe.de. Die haben nämlich gerade eine wundervolle Kampagne am Laufen, die heißt Girl Power. Und da geht es eben darum, wie Mädchen und Frauen sich selbst verwirklichen können und Individualität zeigen können und sich gegenseitig unterstützen und inspirieren können. Und da passt das Ding perfekt rein, denn es geht unter anderem um Schmuck machen, malen, aber auch natürlich ums Nähen. Und da sind Jumpsuits, Sportklamotten, also schaut es euch unbedingt alles an, ist für euch verlinkt. Da ist auch das Thema Latzkleid mit drin. Und ich muss gestehen, ich wollte für den Channel schon länger mal eine Latzhose machen. Da hatte ich mir dieses Modell tatsächlich schon ausgeguckt. Und deswegen haben wir gesagt, Girl Power geht auch mit einer Latzhose. Da haben die Ladies die Hosen an. Und deswegen habe ich diesen wundervollen Schnitt für dieses Video ausgewählt. Das Material fürs Latzkleid findet ihr auch auf stoffe.de. Das ist einerseits natürlich hier einmal dieser schöne Baumwollkord, ist ein Feinkord, 100% Baumwolle. Und dann braucht ihr noch das ganze Geblinke hier, also Knöpfchen, Schnallen und die Schnallen am Rücken. Habe ich alles für euch unterm Video verlinkt. Und verlinkt ist auch unsere zweite Kooperationspartnerin in diesem Video. Und das ist das Makerist Design Label Make It Yours. Und Make It Yours ist eben genau so eine Powerfrau, wie sie von stoffe.de hier gezeigt wird. Es ist Maria, eine Kollegin von mir. Und Maria baut dieses Label seit 2018 ganz fantastisch auf. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, da einen kleinen Blick reinzuwerfen. Erstmal ins Designerprofil, aber dann auch bei ihr auf Instagram. Denn da könnt ihr sehen, was sie eben für Designs macht. Das sind sehr viele verschiedene Sachen, viele Webwaren, viel weites, wallendes Zeug, teilweise aber auch schöne bauchfreie Klamotten. Und da könnt ihr auch Maria ein bisschen kennenlernen, denn sie verkörpert wirklich genau das, was sie designt. Sie trägt ihre Designs selber und es ist wirklich genau ihr Stil. Also hier passt alles perfekt zusammen. Und damit ihr noch viel schneller loslegt, hat Make It Yours noch einen kleinen Extra-Deal für euch, denn ab Postingtag dieses Videos gibt es das E-Book für 10 Tage für nur 3 Euro. Und es lohnt sich besonders, weil wir hier ein kleines Kombi-E-Book haben. Es ist einerseits die Latzhose, aber dann ist im Schnitt in der Anleitung auch so ein kleiner Hack, wie ihr das ganze Ding in ein Kleid verwandeln könnt. Dementsprechend, das lohnt sich wirklich sehr. Und jetzt höre ich auf zu schnacken und wir gehen direkt in die Anleitung. Bevor es in die Vollen geht mit der Latzhose von Make It Yours, beginnen wir mit einem Blick aufs Schnittmuster und dafür braucht ihr vielleicht auch nochmal euren Trickmarker. Ich habe hier schon mal das Vorderteil der Hose, hier oben ist der Latzteil, hier in die Mitte kommt die Tasche, für euch bereitgelegt. Ich klappe es einmal um und ihr seht hier das Schnittmuster. Hier ist der Armausschnitt, hier oben quasi der Halsausschnitt, hier ist unser Knopf, unsere Knopfmarkierung, an die dann der Latz rankommt, hier auch die Tasche. Alles eingezeichnet, alles im Schnittmuster und darum soll es eben einmal gehen. Die Schnittmuster sind jeweils wunderbar beschriftet von Make It Yours und dann findet ihr auch alle möglichen Markierungen, die ihr braucht. Wir haben hier zum Beispiel einmal unsere Nahtlinie, dann haben wir außenrum unsere Nahtzugabe und die variiert an unterschiedlichen Stellen. Innenliegende Nähte, so wie zum Beispiel hier oder die innenliegende Naht im Beleg, sind je nur 1 cm breit, also die Nahtzugaben. Dann haben wir hier das Armloch, da haben wir eine Nahtzugabe von 1,5 cm, was sehr praktisch ist, weil wir dann hier einfach ein bisschen mehr Spielraum haben, wenn wir um die Kurve nähen. Das ist jeweils mit den Knipsen markiert. Also hier seht ihr die 1,5 cm, hier seht ihr den 1 cm für die Seitennaht. Und so ist das ganze Schnittmuster rundherum wunderbar markiert. Am unteren Saum, den möchte ich euch auch mal zeigen, seht ihr, dass der Saum noch ein bisschen breiter ist sogar. Ich drehe das Ganze. Da habt ihr sogar einen Saum von 2 cm. Das ist sehr wichtig, dass ihr das alles wisst. Wenn ihr verlängern möchtet, natürlich beim Schnitt schon dran denken. Der Fadenlauf ist auch eingezeichnet. Gerade bei Stoffen wie Cord, so wie wir ihn hier nutzen, ist der Fadenlauf natürlich sehr wichtig, weil es eine Streichrichtung einzuhalten gilt. Dann haben wir vorne noch zwei Markierungen, die ich euch auch direkt mit ans Herz legen möchte. Einmal der Knopf, also hier die Markierung für den Knopf. Falls ihr mit Knöpfen arbeitet, könnt ihr den da einfach annähen. Hier werden wir mit einem Knopf arbeiten, der richtig durchgedrückt wird. Und dann brauchen wir die Markierung für die Vordertasche. Die wird hier vorne angebracht, mittig. Und dafür habe ich hier auf meinem Stoff schon mal Stecknadeln gesteckt. Hier wird dann genau die Mitte liegen. Und mein Stoff ist eben hier
auch für den Knopf markiert. Da habe ich einfach einen kleinen Punkt gemacht mit einem kleinen Trickmarker. Fällt am Ende nicht weiter auf, weil da ja der Knopf drauf ist. Jetzt machen wir uns aber an die ersten Nähte und die beginnen nicht mit dem Vorderteil, sondern mit den Trägern und mit der Vorbereitung der Tasche. Die Brusttasche. Das erste, was wir sehen und deswegen ein Grund mehr, vor allem hier oben im Eingriffbereich besonders hübsch zu arbeiten, ist also ein bisschen Overkill, wird aber gut aussehen, glaube ich. Ihr seht, ich habe hier oben diese Kante nicht versäubert. Die wird nämlich zweimal eingeschlagen. Den Rest habe ich einmal mit der Overlock umkettelt. Macht auch vor allem bei Kordstoffen Sinn, weil Kordstoffe doch sehr dolle ausfransen. So, weiter aber hier oben. Ich habe mir hier oben überlegt, dass wir so ein bisschen Trick 17 machen, um es sehr schön zu machen. Die Kante wird, wie gesagt, doppelt eingeschlagen, sodass man sie nicht sieht. Und dafür braucht ihr erstmal Markierung. Die erste kleine Markierung ist an der Seite hier bei einem Zentimeter. Und die zweite Markierung, sodass dies hier oben dann der Eingriffknick wird sozusagen, das wird der Eingriff der Tasche, die liegt bei insgesamt 4. Also 1 plus 3 macht 4. Ich habe tatsächlich auch schon eine Runde gebügelt und das zeige ich euch, wenn ich das Ganze nochmal auf links lege, so, sodass ich hier meine Kante mit einem Zentimeter einfach einmal runterhole. Die liegt jetzt links auf links, ihr seht hier die rechte Seite. Und dann möchte ich das Ganze, dafür drehe ich es jetzt wieder um, noch einmal falten und zwar rechts auf rechts. Dafür nehme ich mir hier diese beiden Markierungen, die 4 cm Markierung zur Hand und falte jetzt genau da auf den Markierungen nochmal runter. So, ich mache hier ein bisschen so eine Ziehharmonika-Zickzack-Faltung, aber ihr seht gleich warum, weil wir dadurch ein schönes Ergebnis bekommen. Die Falte, die hier unten ist, stecke ich jetzt schon mal fest. Ich stecke mir hier einfach zwei Nadeln, eine, die wirklich alle drei Stofflagen mitnimmt und eine, die nur die beiden mitnimmt. Ich empfehle euch unbedingt, diesen einen Zentimeter vorher sauber umzubügeln. Das ist sehr, sehr wichtig, weil der dann im nächsten Schritt sehr viel sauberer liegt. Das werdet ihr gleich sehen. Die Kante oben, die braucht ihr nicht bügeln, weil die wird gleich nochmal gewendet. Und da wäre es jetzt kontraproduktiv, die so herumzubügeln. Dementsprechend, das Wichtigste ist, dass diese Strecken hier so viel und so viel sauber liegen, weil wir jetzt diese kleinen Strecken hier abnähen werden. Und zwar mit einem Zentimeter Nahtzugabe hier an der Kante. Nähen wir mit einem Zentimeter Nahtzugabe von oben der Kante bis hierhin nur. Also wir nähen wirklich nur einmal diese Falte fest auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite. So sieht der Spaß jetzt aus und genau so können wir jetzt diese Stelle einfach wenden. Was jetzt passiert ist, ist, dass wir ganz automatisch hier oben einen sauberen Abschluss geschaffen haben. Dieses Stück wird gleich, wenn wir es einmal gebügelt haben, festgenäht, sodass es dann auch von vorne hier eine kleine Ziernaht gibt. Die könntet ihr natürlich auch lassen. Und auch meine Seiten haben sich schon ein wenig mit eingefaltet. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Sache, weil ich habe hier oben schon mal meinen 1 cm Nahtzugabe fixiert. Und den kann ich dann hier eben einfach weitermachen. Da würde ich einmal ordentlich das Ganze abmessen und stecken bis hier unten. Gleiches Spiel dann hier und gleiches Spiel auch auf dieser Seite. So, an diese Nähte machen wir uns aber noch nicht dran, denn das sind die, mit denen wir die Tasche direkt aufsetzen. Für die Vorbereitung, für den Moment, gehen wir aber hier ins Detail und da werde ich hier einmal eine kleine Bügelung vornehmen und dann diese Naht hier einmal absteppen, weil das können wir später natürlich nicht machen. So kann der ganze Spaß dann genäht aussehen. Auch die Rückseite ist einmal fein sauber genäht. Und wenn ihr diese Technik mit rechts auf rechts nähen und dann umfalten richtig gut meint, dann könnt ihr auch unten damit arbeiten und so schon mal die Unterseite vorbereiten, sodass dann wirklich alles wunderbar eingebügelt werden kann. Und damit der Spaß sich jetzt nicht irgendwie löst, werde ich hier jetzt noch zwei, drei Stecknadeln setzen. Und dann kommt das Stück erstmal zur Seite und wir machen mit den Trägern weiter. Bei den Trägern ist erstmal richtig Strecke angesagt und dafür nehmt ihr euch so einen Träger zur Hand, der andere kann erstmal weg, und faltet den rechts auf rechts einmal in der Mitte rüber. So, hier legt ihr schön Kante an Kante und dann wird diese ganze Strecke auch einmal festgenäht. Ich habe hier nicht versäubert, wie ihr seht, weil das alles komplett auf links verschwinden wird. Dementsprechend braucht ihr euch hier die Mühe nicht machen und könnt einfach direkt Kante auf Kante legen und den Spaß stecken und nähen. So sieht der ganze Salat dann genäht aus. Ich schneide hier nochmal meine
Fädenenden ab. Der nächste Punkt ist jetzt ein bisschen optional. Ihr könntet natürlich einfach direkt wenden und die Gurtbänder weiterverarbeiten, aber ich würde gerne meine Naht, die ich eben genäht habe, beim fertigen Stück auf der Innenseite mittig liegen haben, sodass mein Gurtband eine gleiche Stärke hat und nicht auf einer Seite dicker ist als auf der anderen. Dementsprechend werde ich dieses Gurtband jetzt so nehmen und mir so zurechtlegen, dass ich einmal die Naht auseinanderbügeln kann. Das mache ich jetzt bei beiden Bändern und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Auseinandergebügelt sieht der ganze Spaß dann so aus und weil ich euch die langweiligen Schritte ersparen will, habe ich schon mal vorbereitet, das Ganze auch gewendet und abgesteppt. Hier seht ihr die Mittelnaht von außen auf der rechten Seite und die beiden Steppnähte am Rand. Ich finde das Ganze sehr, sehr schön. Ihr könnt natürlich das Absteppen weglassen, aber so habt ihr nochmal einen etwas stabileren Gurt auch geschaffen. Zum Absteppen, damit es besonders schnell und sauber geht, empfehle ich euch wie immer den Kantennähfuß. Das ist dieser Kollege. Da führt ihr eben einfach diese Kante, also die Stoffkante, an der weißen Kante entlang und dann geht das Absteppen fast wie von allein. Weiter geht's mit diesen Kollegen. Wir haben hier einmal die Schnalle vorne zum Schließen und einen Gurtschieber. Und die beiden Kollegen sind auch aus dem Sortiment von Stoffe.de, gibt es noch in anderen Farben, auch sehr schick. Und die müssen natürlich zum Gurt passen. Ich habe bei Make It Yours im Schnittmuster einen Gurt mit 40 mm Breite. Die sind auch immer in Millimetern angegeben. Und das passt alles wunderbar zusammen. Deswegen ist es beim Gurt auch wichtig, dass ihr euch da an die Nahtzugabe haltet. Nun haben wir beim Gurt eine weitere Schwierigkeit. Die ist nicht bei allen Stoffen gegeben, aber bei Cord und bei Stoffen mit einer Laufrichtung, also mit einer Musterrichtung. Wir möchten ja, dass der Gurt im Muster später auch zum Rest des Stückes passt. Das heißt, das Muster muss eine Richtung haben. Und ich möchte in diesem Fall, dass meine Streichrichtung vom Muster hier runter zeigt. Also ich möchte jetzt hier eine Runterrichtung auf dem ganzen Stück haben. Und ihr möchtet euer Muster natürlich so richtig herumliegen haben, wenn der Gurt später mit der Klammer hier unten an eurer Hose sitzt. Damit das Ganze passt, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen und müssen jetzt den Gurtschieber richtig anbringen. Ich könnte euch jetzt lang und breit erklären, warum ich jetzt was mache, aber ihr könnt mir auch einfach einmal kurz vertrauen und genauso arbeiten wie ich, dann werdet ihr sehen, dass das später passt. Ich habe nämlich ein paar Tests gemacht. Ich werde meinen Gurtschieber mit diesem Mittelstück jetzt hier aufschieben und dafür liegt mein Gurt so, dass hier die rechte Seite oben ist, die linke Seite mit der Naht liegt unten. Und meine Streichrichtung ist nach unten. Das bedeutet, wenn ihr ein Muster habt, muss das natürlich so gehen. Also wenn es Figuren sind, ist oben der Kopf und unten der Körper. Streichrichtung runter, Musterrichtung hoch. Dann kommt dieses Stück zum Einsatz und das wird jetzt hier einmal draufgeschoben. Ich stecke dafür den Stoff einmal hier vor dem Schieber rein und einmal hinterm Schieber wieder runter. So. Und dann muss dieser Spaß natürlich auch noch angenäht werden, damit das Ganze fest sitzt. Also drehe ich das Ganze einmal. Und hier müssen wir jetzt gar nicht so unfassbar akkurat arbeiten. Also natürlich schon, dass es sauber aussieht. Aber wenn ihr jetzt hier einen Zentimeter mehr oder weniger in der Naht verliert, ist das nicht dramatisch, weil wir ja die Länge des Gurts regulieren können. Im Grunde, was jetzt aber passieren soll, ist, wir schlagen diese offene Kante einmal ein, damit die wirklich dann auch nicht mehr versäubert werden muss und damit die wirklich hier verschwindet. Und nehmen dann hier die Mittelstange des Gurtschiebers und schlagen die so einmal ein. Aus nächster Nähe sieht das so aus, von oben und von unten. Hier habe ich doppelt eingeschlagen und jetzt werde ich hier eine Naht setzen. Die Naht hier ist nicht wirklich schön geworden, aber das stört nicht weiter, weil die wird am Ende eh nicht mehr sichtbar sein. Wir machen weiter mit unserer Schnalle hier oben. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten auch bei Schnallen und den Gurtschiebern, wenn ihr einen längenverstellbaren Gurt näht. Ihr könnt natürlich mit einem Schieber arbeiten oder auch eine Schnalle nehmen, wie diese hier, die zwei Stäbchen hat und die auch schon ausreichen würde, um einen Gurt zu verschieben. Wenn ihr mit sowas arbeitet, dann fehlt ihr natürlich den Gurt hier durch und braucht das Ding gar nicht mehr. Ich wollte euch aber beide Varianten zeigen, deswegen habe ich schon mal mit dem Gurtschieber gearbeitet. Und mit dem geht es jetzt auch weiter. Wir gucken jetzt, wie wir die Schnalle anständig an den Gurt anbringen, dass wieder alles passt mit Laufrichtung etc. Und dafür lege ich das nochmal zur Seite und mache hier weiter. Das ist unsere Oberseite. Hier haben wir eben genäht und der Spaß wird jetzt einmal umgedreht. So. Hier seht ihr die Mittelnaht, die brauchen wir nicht weiter. Unseren Gurtschieber drehen wir uns auf diese Seite, so, sodass wir jetzt hier eine Schlaufe kreieren können, die dann hier durchgeschoben wird
und dann hier hinten zum Rücken weiterführt. Und in dieser Schlaufe, der längenverstellbaren Schlaufe, soll das Stück mit drin stecken. Wie gesagt, ich fasse jetzt einfach hier beide Stäbchen zusammen. Das schieben wir so weiter. Ich schiebe jetzt mein Stück, so wie es liegt, von unten durch die Schnalle und dann überm Stäbchen wieder nach hinten. So sieht es schon mal ganz gut aus und so stimmt auch unsere Laufrichtung, weil so ist jetzt nicht, also so ist quasi eure Musterlaufrichtung, aber nicht meine Streichrichtung, denn meine Streichrichtung ist so. Und wenn wir das Ganze später so herum an unserem Stück sehen, dann passt es mit der Streichrichtung nach unten. Damit das Ganze aber dann passt, muss ich jetzt hier nochmal dieses Ende durch meinen Gurtschieber fädeln. Der geht einmal von unten hoch, dann liegt ja hier das erste genähte Stück schon mal, da gehen wir drüber und auf der anderen Seite wieder rein. Und so kann man dann jetzt die Länge verstellen. Das Schöne an der Technik, den Gurtschieber zuerst anzubringen, ist, dass ihr noch relativ viel Platz habt. Es gibt auch Stücke, wo das Band zuerst am Stück festgenäht wird, aber danach habt ihr hier nicht mehr viel Platz und müsst quasi in diesem ganzen Setup, was hier ist, nochmal aufmachen und hier rein und hier nähen. Ist natürlich auch möglich, ist für mich ein Tickchen komplizierter, deswegen habe ich mir das hier überlegt. Und so passt es ja für euch auch mit Streichrichtung und so weiter. Ich mache mich an das zweite Stück und wenn wir die Dinger haben, dann können wir endlich zum Hauptstück übergehen. Weiter geht's mit den Taschen. Dafür habt ihr insgesamt 4 Schnittteile. Wir brauchen jetzt aber erstmal nur eins und zwar dieses hier. Die anderen kommen zur Seite und hier seht ihr nochmal unser Schnittstück, mit dem wir jetzt beginnen. Wir haben hier ein halbes Vorderteil, hier oben die Markierung für die Fronttasche. Hier die Mittelnaht habe ich noch nicht geschlossen. Ich werde mich erstmal diesem guten Stück hier widmen. Das ist ein halber Taschenbeutel. Der Taschenbeutel kommt jetzt rechts auf die Markierung, richtig Kante an Kante. Und ihr werdet sehen, auch wenn ihr das Ganze legt, dass die Beutelmarkierungen ein Stückchen weiter innen liegen, als der Beutel lang ist. Das liegt daran, dass wir nicht die komplette Länge jetzt einmal annähen, sondern dass wir hier noch so einen knappen Zentimeter Platz lassen. Dann einmal annähen und auch hier wieder einen knappen Zentimeter Platz lassen. Das machen wir, damit gleich beide Beutel gut aufeinander passen, denn wir haben ja noch die Rückseite des Stückes und des Beutels. Die Strecke ist gesteckt und ich nähe jetzt eben zwischen den beiden Markierungen, also mit diesen Zentimetern hier pro Seite abgezogen, einmal den Taschenbeutel fest. An dieser Seite ist die Nahtzugabe auch 1 cm. Das gleiche Spielchen gibt es jetzt genauso mit der anderen Seite, mit dem Rückteil zur passenden Vorderseite. Auch hier, rechte Seite liegt oben und hier haben wir die rechte Seite des Stoffes und so wird die Tasche jetzt genauso wie eben schon angenäht. Im nächsten Schritt kommt zusammen, was zusammen gehört, nämlich der eine Taschenbeutel mit dem anderen, aber auch das Vorderteil mit dem Rückteil. Das heißt, ich lege jetzt gleich das passende Stück oder zusammengenähtes Stück sogar schon, rechts auf rechts hier drauf. Und wir nähen den ganzen Seitensaum, einmal den Taschenbeutel und dann den Saum unten weiter. Ihr seht an der Art und Weise, wie ich gesteckt habe, dass ich erstmal nur bis zur Tasche und dann von der Tasche weggesteckt habe. Man könnte jetzt den ganzen Spaß in einem Zug einmal rundherum zusammennähen. Ich habe bei Taschenbeuteln gelernt, dass man das Ganze hier mit so ein paar kleinen Stopps unterwegs macht, sodass der Beutel nicht zur rechten Seite hinausragt. Das will man auf jeden Fall verhindern. Und dass auch hier diese Nahtzugaben sich weiterhin auseinanderbügeln lassen. Dementsprechend wird meine erste Naht, die ich jetzt mache, hier von der Achselhöhle beginnend runtergehen, 1 cm Nahtzugabe bis zu der Naht, die ich vorher gesetzt habe. Aber ich nähe nicht einfach blind auf diese Naht hin, sondern ich ziehe mir, wenn ich hier unten ankomme, meine Taschenbeutel etwas nach außen. So, diese kleinen Nahtzugaben, die hier sind, die ziehe ich mir weg und achte aber darauf, dass meine Oberstoffe weiterhin aufeinander liegen. Und so versuche ich, ohne den Taschenbeutel mit einzufassen, von ganz oben bis genau zum Ansatz der Taschenbeutelnaht heranzunähen. Das ist ein bisschen tricky, aber es lohnt sich hier wirklich aufzupassen und sauber zu nähen, weil ihr dann am Ende ein sehr schönes Ergebnis bekommt. Mit der Naht geht es jetzt einmal los.
Ihr könnt übrigens auch einfach hier anfangen und darunter nähen, wenn es euch einfacher erscheint, hier diese Stelle direkt an der Nähmaschine auseinanderzuhalten und runter zu nähen, ganz wie ihr mögt. Ich zeige euch, wie es aussehen soll. Das ist die Naht, die eben von oben bis runter zum Taschenbeutel kam. Hier, wo dieser Faden absteht, hier unten geht es weiter. Das ist die Naht von Vorderteil und Taschenbeutel. Und wenn ich jetzt hier die Nahtzugabe aufklappe, dann könnt ihr sehen, dass ich hier die beiden Taschenbeutelstücke etwas rausgezogen habe. Die sind in meiner Naht von eben nicht mit eingefasst, sondern liegen daneben. Und da, wo diese Naht hier nach unten beginnt, endet die Naht von da oben. Und genauso geht es jetzt hier unten weiter. Und genauso werde ich jetzt auch hier eben diese Taschenbeutel etwas rausziehen und ab der Naht beginnen. Also ab der alten Naht, die hier endet, weiter nach unten nähen. Die Seitennähte haben wir, aber die Beutel flattern noch ein bisschen. Das heißt, die werden jetzt auch zusammengebracht. Hier einmal drumherum. Aber auch da könnt ihr euch vorstellen, ist hier noch ein bisschen Fummelei. Und dafür schieben wir alle Nahtzugaben, die wir hier haben, die der Seitennähte und die der Beutel, einmal nach innen. Ich drücke jetzt hier beide Seiten oben und unten einmal nach innen und stecke mir hier eine Nadel, dass die auch nicht wieder zurückflutschen können. So. Unten genauso. Alles, was da an Nahtzugabe ist, wird nach hinten geschoben. Und dann kommt das gleiche Spiel wie eben. Wir nähen ab der Naht rundherum den ganzen Beutel entlang bis zu dieser Naht. Wirklich jeweils nur bis zum Nahtansatz, weil sonst nähen wir uns in den Oberstoff hinein. Und das wollen wir nicht. Guckt, dass ihr den Oberstoff wirklich ein Stück zur Seite zieht, wenn ihr hier die Naht beginnt bzw. endet. Damit das auch alles schön sauber wird, werde ich hier nochmal die ganze Strecke feststecken. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber wenn man etwas genauer hinschaut, ist hier unsere Eingrifftasche. Ich öffne die mal ein bisschen, dann seht ihr auch den süßen Innenstoff. Und so ist das ganze Ding von außen wunderbar sauber gelöst. Damit jetzt vor allem die Unterseite nicht einreißt, wenn man dann lässig die Hände in den Taschen hat, werden wir gleich noch eine kleine Naht hier setzen. Auch wirklich von außen einmal drauf. Die sorgt dann auch dafür, dass der Taschenbeutel immer nach vorne fällt und nicht die Tendenz hat, auch nach hinten an den Popo zu fallen, weil das ganze Stück ist ja wirklich genau auf der Seitennaht und da könnte es passieren, dass die mal rumflattert. Dafür machen wir hier den Spaß noch einmal andersrum. So, so soll unser Taschenbeutel fallen und deswegen wird er einmal so hingelegt und ich werde jetzt hier und hier eine kleine Nadel stecken. Also ich bin eigentlich nur auf der linken Seite, um einmal zu gucken, ob alles richtig sitzt. Und dann halte ich mir die Stelle so fest und stecke mir da eine kleine Nadel, dass nicht irgendeine Nahtzugabe jetzt wieder zurückfloppt. Ganz am Ende des Schlitzes. Einfach einmal so diagonal ist ganz passend, andere Seite genauso, also oben. Die Nahtzugaben liegen alle korrekt. Und an diesen beiden Stellen kann ich jetzt kleine Nähte setzen. Einfach nur einmal ganz kurz rüber. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche machen da einfach so kleine gerade Nähte rein. Man kann auch einfach mit einem ganz engen Zickzack einmal so rüber gehen. Einfach nur, dass die Nahtzugaben so miteinander fixiert sind, dass sie in dieser Form bleiben und dass der Taschenbeutel auch immer nach vorne fällt. So kann es aussehen, eine kleine Zickzacknaht. Davon braucht ihr natürlich noch eine zweite und wenn die fertig ist, zeige ich euch, wie es weitergeht. Die zweite Tasche ist fertig, das heißt, wir gehen jetzt ans Vorderteil und da kommt die nächste Tasche und zwar die Brusttasche, die aufgesetzt wird. Aber dafür muss natürlich erstmal hier diese Mittelnaht geschlossen werden, der kompletten Länge nach. Und dafür werde ich jetzt einmal hier rechts auf rechts die beiden Teile aufeinander legen. Diese Strecke von ganz oben mit dieser kleinen Schrittrundung unten wird jetzt auch schon mal zusammengesteckt und dann einmal zusammengenäht. So schaut der Spaß aus. Das ganze Schnittteil ist riesengroß. Das kriege ich für euch jetzt gar nicht mehr auf die Kamera. Aber dieser Teil ist ohnehin der wichtigste. Wir haben einmal hier die Naht, die wir eben genäht haben, bis unten hin auseinander gebügelt. Das ist hier oben besonders wichtig, weil die rechte Seite hier jetzt wichtig wird. Wir drehen es einmal um. Hier vorne auf der Brust wird jetzt unsere Brusttasche aufgesetzt. Ihr erinnert euch, das gute Stück haben wir ja schon vorbereitet. Das sah so aus. Ich habe gerade nochmal hier die Kanten etwas nachgebügelt. Der ganze Spaß war ja auch schon gesteckt. Und das Ganze
nähe ich jetzt einmal auf. Dafür habt ihr natürlich Hilfe auf dem Schnittmuster. Die Markierungen, einmal in der Mitte, einmal hier, die habe ich jetzt gar nicht mehr übertragen, an denen ihr das Ganze orientieren könnt. Und dann wird der Spaß aufgelegt und festgesteckt. Und da würde ich euch wirklich auch empfehlen, das Ganze super flach und super sorgfältig festzustecken, dass die Tasche auf jeden Fall gerade sitzt und dass ihr dann diese ganzen Kanten wirklich sauber einmal entlang steppen könnt und dass ihr dann mit der Naht, die die Tasche aufnäht, auch wirklich erst diese Kanten hier mitnehmt. Die sind ja sauber eingefaltet, alles ist richtig schön festgebügelt, da könnt ihr nicht viel falsch machen. Wenn alles festgesteckt ist, auch die Seite, die natürlich nicht zugenäht wird, die ist jetzt einfach nur für etwas mehr Stabilität und Haltbarkeit festgesteckt. Wenn das alles getan ist, könnt ihr hier einmal rundherum absteppen. Ich werde das mit meinem Kantennähfuß machen, weil ich dann wirklich fein säuberlich an der Kante entlang nähen kann. Und ich werde das mit der langsamsten Geschwindigkeit, die möglich ist, machen, damit ich wirklich sicher gehen kann, dass die Tasche schön transportiert wird und dass wirklich auch jeder Schritt hier sehr schön aussieht. Denn hier muss es auch wirklich vorne auf der Brust alles gut sitzen und gut aussehen. So sieht der Spaß aus. Hier an den Ecken habt ihr jetzt noch Möglichkeiten, eine zweite kleine Naht oder ein kleines Dreieck oder irgendwas Kleines einzunähen, dass die Tasche nicht schnell aufreißt, wenn man da reingreift mit ein bisschen zu viel Elan. Da dieses Stück nicht für Kinder gemacht ist, sondern für Erwachsene, gehe ich davon aus, dass hier gar nicht so viel passieren wird in der Tasche, sondern dass sie eher dekorativ ist und dementsprechend werde ich hier keine weitere Naht setzen. Aber das ist ein sehr guter Platz auch für kleine Zierstickereien. Also schaut da ruhig mal, was eure Maschine so hergibt. Wir nähern uns dem Ende, naja, fast. Wir schließen jetzt das Kleid quasi schon mal zum Kreis und dafür habe ich mir hier schon mal rechts auf rechts meine rückwärtige Naht gelegt. Die ist hier unten im Schritt. Dann haben wir hier eine kleine Rundung für den Bobbes und dann geht es den Rücken hoch. Und diese ganze Strecke werde ich jetzt einmal feststecken, sodass sie dann einmal zusammengenäht werden kann. Jetzt ist der Kameraausschnitt wirklich zu klein für das ganze Stück. Wir haben hier die geschlossene rückwärtige Naht und hier unten, wo die Rundung für den Bobbes ist, die ich eben noch genannt habe, geht es dann weiter mit dieser Gerade für das Bein und hier sind dann eben die Beine. Und hier unten geht es jetzt auch direkt weiter. Ich habe meine rückwärtige Naht etwas auseinandergebügelt, auch hier unten, sodass ich sie jetzt hier zusammenbringen kann mit der vorderen Naht. So, die war ja auch etwas auseinandergebügelt, die Nahtzugabe. Und da lege ich jetzt meine beiden Nähte sauber aufeinander. Und das ist wieder einer dieser Punkte, wo man dieses kleine Kreuz hier oben sehen möchte, wo sich dann später die Nähte kreuzen, wo alle Nahtzugaben zu den Seiten gefaltet sind und wo es einfach sauberer und glatter aussieht, wenn man wirklich auch sauber arbeitet. Dementsprechend liegen hier jetzt meine beiden Nähte aufeinander, Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen und ich stecke mir die Schrittnaht fest. Also erstmal habe ich diese beiden Nähte zusammengesteckt und jetzt geht es hier einmal entlang, sodass wir hier eine Naht setzen können. So sieht die fertige Schrittnaht aus und bevor wir jetzt hier unten weitermachen, geht es hier nochmal an den Kragen, also fast Kragen. Ein Kragen ist es ja nicht, es ist ja vielmehr eine Klappe. Und dafür ziehe ich mir das ganze Stück eben einmal auf rechts, denn wir möchten ja jetzt beginnen, rundherum alles hübsch zu machen. Und dafür wird in der Regel gesäumt, also die Seiten werden gesäumt, auch die Rückseite bzw. die Beine werden gesäumt und diese Stelle hier vorne wird noch etwas anders bearbeitet. Da arbeiten wir mit einem kleinen Beleg. Und der ist natürlich im Schnittmuster auch enthalten und den habe ich hier schon vorbereitet. Und wie ihr sehen könnt, habe ich den nicht rundherum versäubert, sondern nur auf der Unterseite. Diese Nähte liegen am Ende innen, beziehungsweise da greift man einfach nicht rein, da wo sie liegen. Und dementsprechend brauchte ich die jetzt an der Stelle nicht versäubern. Der Beleg kommt hier vorne drauf und der Beleg wird rechts auf rechts auf, also hier Kante an Kante auf die Vorderklappe gelegt. Und dann wird der ganze Spaß auch einmal hier, hier und hier festgesteckt.
Mit diesen Nähten geht's an die Nähmaschine und hier gibt's noch eine Sache zu beachten, denn hier oben sind wir ganz normal bei einem Zentimeter Nahtzugabe, aber da diese Naht hier in das Armloch übergeht und das ja ein bisschen dicker bedacht war mit Nahtzugabe, müssen wir hier 1,5 cm einhalten, rechts und links. So sieht's aus mit dem angenähten Beleg und der muss jetzt gewendet werden, so wie es hier eben auch passiert ist, nur hier sind die Ecken ein bisschen im Weg. Die würden wir so nicht gewendet bekommen, deswegen werde ich die jetzt einmal noch abknipsen. Beim Knipsen ist wichtig, dass ihr nicht die Naht trefft, sondern schräg daran vorbeigeht. Und dann können sich eben die Nahtzugaben so legen, dass der ganze Spaß wunderbar in den Beleg passt. Der Spaß kann jetzt noch einmal zurechtgebügelt werden. Ihr könnt natürlich auch einmal absteppen, wenn ihr wollt. Das kann auch sehr schön aussehen, aber das erst im nächsten Schritt, genau wie die Knöpfe. Wir gehen weiter an unsere Säume, denn die müssen ja rundherum festgenäht werden. Und dafür würde ich erst einmal meinen Saum stecken und dafür das ganze Ding ein bisschen auseinandernehmen. Und wenn ihr hier mit dem Beleg schon sauber gearbeitet habt und die Nahtzugabe eingehalten habt, dann wird der Beleg euch hier schon den Saum für das Armloch vorgeben. 1,5 cm. Die werden jetzt rundherum einmal gesteckt und schon mal vorgebügelt. Haha, ich revidiere. Das Ding wird natürlich abgesteppt, denn diese Strecke ist ja verbunden mit dem ganzen Rest über die Achselhöhlen bis nach hinten zum Ansatz der Träger, der später noch kommt. Ich habe diese gesamte Runde einmal festgesteckt und umgebügelt, beziehungsweise das Ganze so gleichzeitig gemacht, denn so könnt ihr sicher sein, dass auch diese Rundungen hier gut klappen und dass das sich alles wunderbar legt, denn es ist immer eine kleine Fummelei. Wenn euch da am Ende so ein bisschen Material fehlt und das nicht alles sauber liegt, ist das gar kein Problem, weil hier ja auch noch eine kleine Lösung gefunden werden muss für die Träger und da kommen wir dann gleich zu. Jetzt gehe ich erstmal mit meiner Strecke hier an die Nähmaschine und nähe mit 1,5 cm Nahtzugabe diesen ganzen Kreis hier, fast Kreis zu. Fertig! Ich bin einmal rum und alles ist schön sauber. Hier hinten seht ihr, wie es aussieht. Hier diese letzten Eckchen werden sich noch beim Bügeln verflüchtigen, da bin ich mir ganz sicher. Und dann kommen zum Schluss gleich noch die Knöpfe. Vorher aber hier hinten die Träger, die fehlen ja noch. Die können ruhig auch vor den Knöpfen noch kommen. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könntet die Träger jetzt einfach annähen. Also hier nochmal die offenen Kanten einschlagen und dann den Spaß hier rannähen und dann wären sie dran. Oder ihr könntet das Ganze nochmal mit einem kleinen Hingucker verbinden und das ist mein Plan für euch. Und dann ist auch wirklich Feierabend. Ich drehe mir mal mein Stück, dass ich hier meine Rückseite mit der rechten Seite nach oben habe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Gurtenden ein bisschen verstecken möchte hinter was Niedlichem und zwar einem Reststück, einem weiteren Reststück von meinem Taschenstoff. Das liegt links, also auf der Innenseite des Kleidungsstückes. Das guckt vorne gar nicht raus. Und das gibt euch nochmal eine schöne Möglichkeit, entweder ein kleines Muster mit einzubringen oder zum Beispiel auch ein Größenetikett oder hier eine eingestickte Größe oder mit einzubringen. Ich zeige euch jetzt, wie ich mir das vorstelle. Wichtig ist, dass das Stück in der Breite, also ihr könntet auch ein Schrägband oder so nehmen, würde genauso funktionieren. Das Stück muss in der Breite ein Stückchen breiter sein als die beiden Gurtbänder. Wenn das hier je 4 cm sind, dann sind wir insgesamt wahrscheinlich so bei 11 bis 12. Und dann müsst ihr einfach nur richtig stapeln und sauber nähen. Und das schauen wir uns jetzt an. Die rechte Seite liegt oben. Da drauf kommen rechts auf rechts die beiden Gurte. Welcher Gurt ist egal, die sind vollkommen identisch. Wichtig ist nur rechts auf rechts. Da wir mit der Nahtzugabe ja hier noch ein bisschen Weite weggenommen haben, liegen die Gurte nicht ganz bündig. Also die Kanten oben liegen nicht alle zusammen, sondern alles liegt ein bisschen weiter unten. Ist auch alles gar nicht dramatisch, denn das wird dann gleich einfach abgeschnitten oder mit in unserem Stoff versteckt. Ich lege jetzt die Gurte so, dass sie gerade sauber nebeneinander passen. Wie gesagt, die Gurte liegen rechts auf rechts. Jetzt kommt darauf rechts auf die Unterseite der Gurte unser Stoffrest. Ruhig mittig, das ist jetzt keine Millimeterarbeit, der wird einfach so da drauf geklatscht. Und hier wird jetzt festgesteckt. Also wir nehmen jetzt diese Strecke hier von den beiden Gurten als unsere Kante. Da kommt diese Kante dran und hier stecken wir jetzt einmal fest, dass wir da nähen können. Ihr könntet natürlich dieses Ende auch ganz einfach mit einem Beleg lösen, so wie es
vorne beim Vorderteil auch der Fall ist. So, diese Naht wird jetzt einmal genäht. So sieht's aus. Jetzt wird das Ganze ein bisschen gedreht und gewendet. Die Träger kommen nach oben und das ganze Stück drehen wir einmal um. Und jetzt haben wir nämlich eine ganz tolle Möglichkeit, diesen ganzen Krusch hier einfach unter dem Stoff zu verstecken. Der wird jetzt einfach runtergefaltet. So. Dann können wir hier die offene Kante natürlich auch einmal umfalten. Zum Beispiel ganz unter diese Teile. Und die beiden Kanten werden auch einmal runtergefaltet. Und diesen ganzen Spaß könnte man erstens genauso auch mit Schrägband veranstalten. Und kann man zweitens mit jedem möglichen Stoff machen und findet so einen super niedlichen, sauberen Abschluss, der auch noch ein kleiner Hingucker sein kann. Bevor ich jetzt hier irgendetwas stecke, mache ich jeden Move, den ich eben gerade gemacht habe, nochmal und zwar mit Bügeleisen und bügel mir alles wirklich bombensicher fest. Denn dann sitzt dieses Stück viel besser und dann kann ich es auch ganz easy einmal rundherum schön absteppen und dann sind auch meine Träger noch ein zweites Mal gesichert und dieser ganze Look hier hinten sieht sehr, sehr niedlich aus. Also auf ans Bügeleisen und dann zeige ich euch nochmal, wie das Ganze gesteckt aussieht, bevor ich es annähe. So schaut's aus. Es ist ein umgedrehtes Trapez geworden. Und diese ganzen Kanten gehe ich jetzt einmal mit dem Kantennähfuß entlang. Da haben wir den Salat. Von innen, von außen und die Träger sitzen so, wie sie sollen. Zu guter Letzt fehlen noch die Kollegen hier. Die Knöpfe, da braucht ihr einfach das richtige Werkzeug. Da wird erstmal der Dorn durchgestochen und dann mit dem richtigen Werkzeug, einer Zange, wenn es das als Aufsatz auch für Zangen gibt, oder eben mit einem Hammer und einem kräftigen Schlag sitzt der Knopf an Ort und Stelle. Der genauso. Ich finde, die sehen ein bisschen aus an dieser Stelle wie so kleine Knopfaugen von einem Häschen. Hier mit den Dingern. Ostern ist gerade vorbei, aber hey. Eine Häschenhose. Und was noch fehlt, was ich euch aber hier gar nicht zeigen brauche, ist der Saum unten. Und zwar haben wir ja hier die Beine noch nicht zu Ende gesäumt. Und da kann ich euch unbedingt empfehlen, tatsächlich doppelt einzuschlagen. Einmal klein und einmal groß, so wie wir es bei der Tasche schon gemacht haben, weil dann könnt ihr die Hose auch, wenn es richtig warm ist, nochmal eine Etage höher krempeln, ohne dass man sofort die Nahtzugabe sieht. Das sieht bestimmt sehr süß aus. Den Anblick erspare ich euch. Das mache ich jetzt gleich in Ruhe. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen gewundert, wie schnell das ganze Ding zu nähen war. Dementsprechend ran an die Klamotte und schaut euch unbedingt auch unsere beiden Kooperationspartner an. Einerseits Make It Yours Maria, denn die hat das Teil auch noch aus anderen Stoffen genäht. Und das ist wirklich ganz tolle Inspiration, wenn ihr noch gar nicht wisst, wie ihr das am liebsten haben wollt. Also ich habe, glaube ich, Viskose gesehen und Leinen. Da gibt es sehr schöne Varianten. Und dann lohnt sich natürlich auch der Klick zu stoffe.de. Einmal fürs Material und dann aber auch für die Kampagne Girl Power. Und dann habt auch ihr bald eine Hose an. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi!